Herzlich willkommen möglicherweise zu einem weiteren Banger. Wir probieren weiterhin unser Bestes, uns auf Grandmaster zu stabilisieren. Sind aktuell bei 256 MP. Und Dienstag ist der Kurs Qualifier für die ESL-Meisterschaft. Ist Schrägstrich Summer das in League. Top 4 waren schon damals bei Pokémon mein Ziel. Well played. Old school. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was wir spielen. Ne? Also, ich weiß ja noch nicht, ob ich mich noch einschränken will fürs Turnier. Also, ob ich quasi weniger Comps spielen will, als ich aktuell... Oh, wir kriegen Money, ne? Wir kriegen Money. 4, 6, 9. 3, 5, 7, 10. Wir könnten hier auf 10 Gold gehen. Weil dann droppe ich meine Nami. Es ist schlimm, wenn ich meine Nami droppe. Nicht sonderlich, ne? Kartoffelbrei. Oh, it's good. Ja, sie wird hier irgendwie so eine Ikoron fahren. Vielleicht sogar Open Ford, ne? Könnte sich anbieten. Das TFT-Set ist bisher mal eines der besten, finde ich. Auf jeden Fall Top 3, ja. Das heißt, ich muss gar kein extra Geld ausgeben, um Johnny zu unterstützen, wenn ich Amazon Prime habe. Meine Mods sind die besten Mods. CC Tobi, danke dir. Ach du Scheiße. Also wir haben quasi ein Item weniger. Und kriegen dann Cybernetic Implants angeboten mit nur zwei Items. Wir könnten Living Forge gehen. Boah, maximales Scaling. Komm, wir gehen maximales Scaling. Also gut ist, die kommt nicht, ne? Man kann das witzigerweise hier nur auf Vladimir machen. Weil der Rest ist ja Mana locked. Ist das eine gute Seite für Deja? Maybe, ne? Also auf welchen Units kann man das sinnvollerweise spielen? Mir fallen da gar nicht so viele ein. Also Ryze hat man früher gedacht, das ist gut, ist aber so gut. Ist es gar nicht auf Ryze? Das heißt, ich würde sagen, noch am ehesten auf Zoe. Anivia. Siebzehn, 18, 19, 20. Warte, hä? Ja, stimmt, ne? 20 Gold. 20 Gold und Loose Trick spielen. Ich forge das immer, wenn ich das bekomme. Ja, das ist auch nicht die schlechteste Idee. Vladimir! Stark. Mit wann hat er eigentlich so viel Lifestyle? Ganz schöner Frechdachs. Aber hier auf 20 Gold zu sein, in 2-2 ist schon sehr, sehr juicy, ne? Wir haben halt nur einfach sonst überhaupt nichts. Ich spiele Living Forge, Full Scaling. Wir haben quasi auch die Pärchen abgegeben mit Scanner und Nidalee, was schon sehr gieriges.
spielen quasi Astral. Jetzt können wir so ein bisschen durchgehen, was der Rest geht. Ne? Hier hat noch jemand Living Forge, allerdings ein gutes. Chase ist wahrscheinlich auf Nami gut. Meinerseits ist wahrscheinlich auf Nami besser als auf Ryze, ne? Bei, es gibt Attack Speed, AD und Mana. Attack Speed und AD. Wer deckt sich denn sowas aus? Boah, krass, wir hätten fast zwei Units gekillt. Ich würde das Gold mitnehmen. Mana Moon ist doch gut für Corki, oder nicht? Gerade wegen den Stats. Oh ja, wahrscheinlich Corki, ja. An den denke ich halt nicht mal, ne? Ist der Sound bei euch auch so weird? Oder ist es nur mein Headset? Geh jetzt Erdbeeren kaufen, gönn dir. Ich glaube, es war mein Headset. Entwarnung. Okay, ja, Full Scaling 80 AP ist schon okay, ne? Da kommen die Upgrades. Witzigerweise kommen da echt die Upgrades, aber. Ich würde es tatsächlich auf Nami packen, ne? Ups. Oh no. Ich slime es mal nicht, weil wir wollen ja nicht gewinnen, aber ich glaube, ich gewinne jetzt aus Versehen. Ich hätte ja noch nicht 5 gehen sollen. Why never mind, der hat ja den nieder. Okay, wir sind sehr weit weg davon, hier aus Versehen zu gewinnen. Hupsi, da haben wir nochmal 8 Damage bekommen. Wenn wir auf Varus nehmen, Varus spielt man ja eigentlich nicht. Also wenn ich schon so Heavy Scaling gehe, dann würde ich auch gerne Mage spielen. Ich weiß halt nur echt nicht, ob das hier geht. Da ist schon mal der Ryze. Ist ganz angenehm. Ich krieg immer noch keine Items. Aber was habe ich Riot denn getan? Ich bin doch eigentlich ein ganz lieber Kerl.
What the hell? Das ist krass. Ja, man könnte ja in der Theorie Lilia natürlich spielen für 5er Mage, aber das wollen wir ja nicht. Sagen wir mal Nomsi-Stack. Man könnte in der Theorie auch Lilia mitnehmen, um 5er Mage spielen zu können. Wollen anyway, ja. Sei das spielen. Aber so weit funktioniert es gar nicht, so die Idee, ne? Nami kann tatsächlich durch die frühen Ults ganz gut Tempo halten. So, ich habe die Items aufgegessen. Ist so frech von dir. Ich meine, das ist doch wirklich krass, oder? Ich habe 3 Teil-Items in 3-2. Wait, ist doch gar nicht so bad, oder? Ich könnte da ruhig Anamun nochmal rausnehmen. Das Problem ist, ich habe ansonsten eigentlich ganz gute Items. Boah, das wäre schon extrem gierig. Boah, keine Ahnung, ob das auf den On-Items überhaupt geht, ne? Ja, komm. Ist halt die Frage, ob das auf den Orn-Items geht und ob man dann durchrotiert. Aber das Ding ist, ich meine, ohne die Orn-Items zu spielen, ist es auch extrem schwer, hier irgendwo hinzukommen. Wir nehmen die Nami hier nicht mit, weil wir Namis Restore spielen in unser Comp hier. Aber wir sind schon extrem gierig unterwegs, aber es war ja auch von Anfang an der Plan, ne? Also wir wollten ja sehr gierig sein. Und Nami mit Mana Save funktioniert sehr gut, ne? Also. Der Skana ist ja niemals so tanky, wie er hier wirkt. Einfach weil Nami ihn halt im Early kurz am Leben hält. Und dann gehen wir mit 43 AP auf 3,5. Gehen 7, rollen runter. Geht danach das Mana Zane Item, hitten Siphon und haben probably ein Comeback. Oder ein 8. Beides ist ähnlich wahrscheinlich. Ja. Okay. I mean, it's somehow fine. Es fehlt obviously der zweite Bruiser und so, aber who gives a fuck? Aushin ist nicht Mage, nein. So, so ein bisschen greeden. Wir stellen immer gegen jemanden auf in der Hoffnung, dass wir gegen den zocken. Oh mein fucking Gott, der hat Loons. Ja, also in der Theorie lässt Nami die Leute halt überleben, aber in der Realität hat er einfach Prismatic Loons und one-shotted leider meine Units. Das ist ein bisschen schmerzhaft. Aber trotzdem wieder nur 10 Damage. Das heißt, wir haben 46 AP statt 43, wie ich befürchtet habe. Okay. Kinda have to try, ne? Aber wir haben eigentlich ganz gute Matchups in die meisten Comps hier, wenn wir Giant Slayer bauen. Weil es ist viel Dragomancer und ja, einfach sehr viel Dragomancer tatsächlich.
Siphon, maybe, oder? Mana Zane Siphon? Ist besser als Mage Siphon, weil der quasi seine Ulti trotzdem durchzieht. Ja, komm. Sollte gar nicht so terrible sein. So, und jetzt die Idee, wir spielen Ryze quasi bis Zoe. Und jetzt gehen wir 8. Wir müssen nicht mal 8 gehen, ich muss nur Silas sitten. Jetzt kann ich auf 8 spielen. Und die Silas Sitter habe ich ja 5er Mage. Könnte ich auf 8 Sona spielen, ne? Aber Sona spielen wir schon Wurf. Ja, das sieht sehr gut aus, Mana Zane Siphon. Okay. KKK, Pi, ich grüße dich. Ja, das kriegen wir noch hin. Absolut playable. Das ist natürlich jetzt echt scheiße. Das wird wahrscheinlich auch für Lulu. Dann wird das ein bisschen weirderes Positioning, als man es gewohnt ist, aber hey. I guess it's somehow possible. No prison can hold me. What is this then? Schon ein bisschen sehr spät unterwegs, ne? Aber die Items sind halt so terrible. Also obviously könnte ich auch noch Frozen Heart Siphon spielen. Weil das ist ja einfach nicht gut. Ja, ich troll schon ein bisschen, ne? Könnte jetzt ein Fast 8 werden dadurch, aber ich kann halt die Items wirklich nicht slammen. Die sind halt einfach fucking garbage. Das heißt, wir gehen mit 23 HP in eine Lobby mit Prismatic. Das ist natürlich sehr schön. Ah, well. That's absolutely fucking horrible. At least good hits. I believe in the future of Dragon Kai. Testen wir das Ganze doch mal. Also Frozen Heart of Talon wäre das Beste gewesen hier. Wir könnten Heimerdinger dafür noch verkaufen. Seine Zeichen seiner Ult nicht durchgekriegt, wenn ich es nicht gesehen habe. Aber wir gewinnen hart, ne? Okay. Jetzt ist die Idee,
Sona zu spielen. Für Talon. Aber für den Moment ist das Frozen Heart so auch fein. Ist ja tatsächlich positioning-wise ein großes Rätsel, ne? Wir kommen jetzt nicht zur Karma. Krass, ey. Also Mana Zane, Siphon holt mich komplett ab, ne? Das ist halt so krass, wie der da durchfährt. Ja, wir müssen halt jetzt unbedingt Lifesteal besorgen. Das heißt, ich würde den jetzt einfach schon mal ein BF holen. Wir müssen halt irgendwie bis zum Drake durchhalten, aber das ist auch gar nicht so unrealistisch. So insane weak sind wir auch gar nicht. Dann müssen wir halt zwei Runden jetzt überleben. Dann eine Mehr aus dem Drake, was absolut machbar ist. Ich überlege, ob man einfach so Raka spielt, ne? Ne, der Buffy Titans wäre falsch. Aber Siphon leider direkt im Fokus, aber ist einfach egal, weil er halt mit drei Ults irgendwie es schafft, da rauszukommen. Nice. Den fehlenden Lifesteal gleichen wir halt gerade einfach aus, dadurch, dass wir die Armor und der Meer über Randuins drauf haben und dann die Heilung von Soraka und Nami. Schon sehr wild, ja. Aber irgendwie funktioniert es ja, ne? Schon sehr, sehr fucking wild. Ist das ein legales Positioning? Es sollte doch niemals ein legales Positioning sein für mich. Nein! Ich nicht mehr rüberkrieg. Oh, jetzt schießt die Sona hier rein, ne? Toll, jetzt stehe ich natürlich gegen den falsch. Hard to believe. Oh nein. Schon mal Scale 9. Und wir facen ihn, oder was? Es ist so unfortunate, ne? Der hittet aber Schimmer Scale 9 und dann müssen wir gegen den ran. Der gerade seine Zoe hittet, What fucking disgusting. Wir hätten trotzdem fast gewonnen, wenn der Siphon halt nach rechts ultet. MR, ne? Reicht uns sogar.
die Soraka sogar aktuell halten, ne? So, und jetzt ein bisschen die Frage, wofür rollt man, ne? Also Soraka 2 ist scheinbar hier etwas, was einfach passieren kann. Was ich gelinde gesagt witzig finde. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr verzweifelt, dafür zu rollen, natürlich. Ja, schon sehr, sehr, sehr weird hier alles, aber ich glaube tatsächlich, dass das das beste Positioning ist und das ist halt auf jeden Fall noch nie sonst in der Geschichte der Menschheit das beste Positioning gewesen. Wird wahrscheinlich auch nie wieder in der Geschichte der Menschheit danach das beste Positioning sein. Aber bei uns in dieser Special-Dash-Runde ist es einfach insane gut. Wir roffeln, stompen tatsächlich die Leute noch. Das Problem ist, die Lücke zur Top-Region ist halt leider relativ groß, ne? Ist jetzt schon echt hart zu call, aber. Ich befürchte, dass das das beste Setup ist, weil der so halt mal von dem Shiyu auch wegkommt. Ne! Weil da ein Taric sich verläuft und mein Siphon in die falsche Richtung. Das ist so sad, dass wir deswegen den Fight so hart verlieren, ne? Also wir hätten ihn auch anders verloren, aber. Ich glaube, der Edge of Nightcode war auch einfach bad. Das ist immer, wenn ich ein bisschen zu viel in Twitch-Chat schaue. Aber Cybernetic Implants hat einfach so viel Value. Dafür irgendwas anderes zu gehen, ist einfach nicht gut. Okay. Vor allem ist Edge of Night ja auch noch buggt auf ihm, also es ist einfach terrible call. Ja, da wird er jetzt gecancelt, deswegen. Ach Mann, ey. Okay, der hat gerade minus 15 kassiert, das ist natürlich schon hart. Shit, harter Call. Ich guess es ist Sona. Und jetzt ist so ein bisschen Positioning, ne? Müssen so noch unbedingt ein Item geben, weil die halt die ganze Zeit deswegen nicht castet. Das ist
so schwer jetzt. I guess it's something like this, ne? Ich stehe falsch. Es ist 50-50 und ich stehe in der Shroud und falsch. Aber Siphon ist Gott sei Dank einfach smart as fuck, ey. Junge, was ein Stomp. Okay. 9 AP trennen uns, ne? 9 AP. Wofür rollen wir für Heimer? Komm. Ah, da ist er! Der Power Spike! Es ist so schwer, ne? Gegen wen gewinnen wir am ehesten? Ich hab neue Idee. Oh, ich stehe so gut. Ich stehe absolut perfekt. So, jetzt nicht wieder auf Taric. Schön in die Backline rein. So, mit Edge of Night den eigenen Cast wieder gecancelt und dadurch uns ultra hart gefickt. Das, die Lektion haben wir gelernt für heute. Aber schöne Sonar-Ult, schöne Lulu-Ult. Alles auf Shiyu. Zack, beißt zu, batz! Da haben wir ihn. Nee, die anderen haben auch alle gewonnen. Och nee. Och, das kommt ja auch noch, Gott sei Dank. Nee. Was machen wir denn damit jetzt? Ich denke, das hauen wir auf Silas, ne? Auf irgendeine Backline-Union macht einfach keinen Sinn. Die sterben wir dann anyway trotzdem. So, und wofür roll ich jetzt? Für random Zoe, ne? Der hat uns fresh. Der hat einen fresh, deswegen kann ich so quasi nicht ganz nach links stellen. Aber ich stehe schon sehr, sehr gut. Aber der hat leider hat der Swain 3 gehittet. Oh, er hat wieder seine Ult gecancelt, ne? Aber es ist einfach egal. Es sind einfach so viel stärker. So, die andere V9-Legende ist jetzt auch raus. Das wird die Karma nicht packen. Da wäre einfach alle Zuschauer. Weil er meint, er hat ein bisschen Gehalt. Ist hier ein Thresh? Nee, aber eine Sona, ne? Ich stehe nicht gut, aber ich habe es zeitlich nicht geschafft. Aber ich habe den Heimerdinger als guten Bait.
Und die Zoe steht zwar nicht perfekt, aber sie kann von da trotzdem eine Menge machen. Er hat wieder sein ganzes Mana einfach verloren, ne? Boah! Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal sowas getiltet habe wie die Edge of Night Siphon Interaction. Boah, aber was für ein Fight. Das ist immer top, boah! Und auf einmal ist hier oben die Luft auch dünn. Boah, alle low, alle low. Das ist winnable. It's now winnable. It's now winnable. Wir stehen sehr, sehr gut. Wir stehen ausgezeichnet. Siphon ist besoffen. Oh, Gott sei Dank, er hat den Charge durchbekommen, mal. Zoe-Ult war super. Sona-Ult ist klasse. Nee, warum geht der denn nach hinten schon durch? Das darfst du doch gar nicht. Sona-Ult? Sona-Ult? Sona-Ult! Das reicht noch nicht. Tornado. Laser. Der ist zu tanky. Noch eine Sona-Ult. Oh, die Kayle-Ult von der Zoe. So genial. Oh, 13, 4, 3, 2 AP. Keine Ahnung, was man hier nimmt. Ich denke, wir nehmen einfach das weg. Aber den Yasuo hinein. Ah, der hat leider ein ganz gutes Matchup in uns, ne? Er hat ein ganz gutes Matchup in uns. Ah, der hat Nomsi rausgenommen. Das wollte er, glaube ich, eher nicht. Oh, Siphon hinten auf Swain. Siphon wieder raus. Auch okay. Edge of Night droppt die Akro. Den sein Yasuo ist dead. Unser Siphon charged auf Swain. Den haben wir easy. Der kann nach Hause gehen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Batz. Minus 8. Hier fliegt auch einer raus. Alter, Leute, was wäre das für ein Comeback? Ich meine, wir sind auf einer 7er Winstreak mit 2 AP. Der Shiyu stirbt bei ihm einfach nicht. Ah ja, Suo 2 hätte ich überlegen können, aber habe mich dagegen entschlossen. Und den haben wir eben besiegt, ne? Also gibt eine Welt, wo wir hier gewinnen. Das Ding ist, er läuft halt doof und dadurch rutscht mein Siphon erstmal dumm. Aber wenn ich ihn da hinstelle, dann ultet er vielleicht trotzdem noch oben rechts. Klar, den Assassin jumpt hinten drauf, das ist mir bewusst, aber das ist mir auch relativ egal. So, jetzt da drauf. Ah, nee. Ah. Ist aber in Ordnung. So wird niemals hier einfach sterben, denke ich. Oh, schön von Siphon. Klasse. Xiongyu zumindest schon mal das BT runtergenommen. Die Sona-Ult, die pfeffert komplett rein. Oh, oh. Hier ist gefährlich. Oh, aber die Kayle-Ult von Zoe. Dann die Sona-Ult. Und jetzt Siphon rauschargen. Brilliant gespielt. Ganz stark. Großes Kino. Oh, guck mal, der CC. Der ist tot. Der ist tot. Junge! Alter, die Zoe Kayle-Ult, ne? Die war ja so klatscht. Ah, es ist ja. Oh mein Gott!
2 HP and the Dreamer Friends. Und damit wieder über 300 EP. Alter, was eine Runde. Ja, war richtig, richtig krass. Hallo YouTube. Ja, hallo YouTube. Boah. Full Scaling, Mage Shard, dann Level 9, Yasuo rein, Siphon. Also, also ich kann wirklich mit vollstem Herzen sagen, Edge of Night ist fucking terrible auf Siphon, weil er seine eigene Ult cancelt, leider. Ansonsten wäre der Gedankengang richtig gewesen, da war ich ein bisschen zu salty. Alter, aber die Zoe, also das war wahrscheinlich die beste Zoe der Welt. Ja. War ja komplett insane. Plus 46 auch richtig scheppern. Ah, Junge, Junge. Ja, das war ein weiterer Banger. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und schaut natürlich auch morgen wieder rein. Hier auf dem Zweitkanal. Peace out. Euer Johnny.